Ärzte, liebe Ärzte, schönen Dank, dass Sie sich eingeschaltet haben. Wir wollen heute einmal probieren, ob wir auf diese Art und Weise miteinander kommunizieren können. Ich habe schon mal einige Fragen vorbereitet und ein paar Themen rausgesucht. Und sicherlich ist eins unserer Hauptthema die FSP oder auch Fachsprachprüfung. Jetzt schaue ich gerade mal. Ja, das geht tatsächlich live. Das ist eine neue Erfahrung für mich. Ich habe jahrelang im Fernsehbereich gearbeitet, aber mit dem Streaming und dem Zeitversatz, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Die Fachsprachprüfung, und das muss man mal ganz deutlich sagen, ist durch das ZHG vorgesehen. Aber es ist auch ganz klar im ZHG gesagt, dass diese Fachsprachprüfung erst dann abzuleisten ist, wenn alle anderen Voraussetzungen für die Approbation vorliegen. Lassen wir uns mal überraschen, ob es jetzt funktioniert. Wir waren bei der Fachsprachprüfung. Das Problem bei der Fachsprachprüfung ist, dass diese Prüfung auch durch das Zahnheilkundegesetz in der alten Form schon vorgesehen war. Dort heißt es sinngemäß, der Zahnarzt muss über die entsprechenden Kenntnisse verfügen und der deutschen Sprache mächtig sein. Gedacht ist daran, dass man logischerweise sich mit den Patienten auch entsprechend unterhalten soll. So, jetzt hat es eine Konferenz der Länder gegeben, die treffen ab und zu mal zusammen und dann hat man gesagt, prima, dann machen wir doch da mal eine Bestimmung raus und legen fest, wie das Ganze auszusehen hat. Daraus ist dann die Fachsprachprüfung geworden und das macht, diese wird dann logischerweise von den entsprechenden Zahnärztekammern abgenommen. Die Fachsprachprüfung ist nicht notwendig, wenn man ein C1-Diplom hat, allerdings mit dem Zusatz für Ärzte. Früher war es noch B2, das hat gereicht, aber inzwischen will man C1 für Ärzte haben. Das führt zu ganz kuriosen Situationen, insbesondere wenn es auch um den Paragraph 13, die vorläufige Berufserlaubnis geht. Da ist die Situation so. Normalerweise ist ja eine Paragraph 13 Tätigkeit eine Tätigkeit unter ärztlicher Aufsicht. Das heißt, die Bezirksregierung oder die Approbationsbehörden können für bis zu 2 Jahre eine Berufserlaubnis geben, die dadurch eingeschränkt ist, dass sie unter ärztlicher Aufsicht stattfinden sollte. Also hier könnte man eigentlich davon ausgehen, dass doch immer ein Arzt in der Nähe ist, der eine Anamnese durchführt oder der entsprechend beratend zur Seite steht. Jetzt geht es weiter. Die Kenntnisprüfung ist eigentlich immer das letzte Glied, beziehungsweise andersrum, die Fachsprachprüfung ist eigentlich erst notwendig, wenn alle anderen Voraussetzungen für die Approbation vorliegen. Das kann sein, liebe Ärzte, dass Sie alle Informationen haben, diese eingereicht haben und die Behörde sagt, hurra, große Klasse, alles prima, du bekommst die Approbation. Aber bevor du die Approbation von uns bekommst, als Approbationsurkunde, weis uns bitte die Fachsprache nach. Das heißt, dann ist die Fachsprachprüfung notwendig. Und das funktioniert in der Praxis eigentlich auch ganz gut. Aber das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine § 13 Tätigkeit eigentlich gar keine Fachsprachprüfung beinhalten sollte. Denn der Zahnarzt möchte ja mit dem § 13 zum Beispiel erst einmal lernen, auch die deutsche Sprache lernen im Praxisalltag. Das hat in der Vergangenheit schon
ganz kuriose Situation gegeben, wo eine Zahnärztin die Kenntnisprüfung bestanden hatte und dann anschließend in die Fachsprachprüfung gegangen ist. In dieser Fachsprachprüfung bestätigten ihr dann die Ärzte, dass sie überhaupt nicht in der Lage ist, ein entsprechendes Gespräch entsprechend den Anforderungen nach den Richtlinien zu führen. Das führte dazu, dass die zuständige Bezirksregierung die Approbation trotz bestandener Kenntnisprüfung, beziehungsweise in dem Fall war es sogar ein positives Gutachten, nicht erteilen wollte. Aber das haben wir natürlich gewonnen und die Bezirksregierung hat ganz schnell eingelenkt. Aber das ist das generelle Problem, dass man mit den Fachsprachprüfungen eine weitere Hürde eingebaut hat. Hierbei sollte man eins ganz klar sehen, oder man kann es so sagen. Die Fachsprachprüfung dient nicht der Überprüfung. Also nochmals, die Fachsprachprüfung ist immer das letzte Glied in der Kette. So viel zum Thema Fachsprachprüfung. Ich schließe diesen Chat mal kurz hier. Schau mal, ob ich ein stärkeres WLAN hinbekomme. Und wir machen in etwa 5 Minuten weiter. Und wie heißt unsere Lieblingsgruppe? Approbationscenter, danke. So. Jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Aber ich gehe mal hin und habe hier ein paar LAN-Geräte ausgeschaltet, sodass es vielleicht jetzt etwas besser und etwas günstiger wird. Es gab noch eine interessante Frage, und zwar, was die Berufstätigkeit oder die Anerkennung. Wir warten mal einen ganz kleinen Augenblick, weil ich sehe, es schalten sich noch einige Leute mehr ein. Das bekomme ich gerade mit. Auch aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft, das finde ich ganz nett. So. Also, eine etwas schwache Verbindung, aber kommen wir zur Berufstätigkeit. Generell wird jede Art von Berufstätigkeit, anerkannt. So zum Beispiel auch das bewusste lebenslange Lernen. Ein gewisses Problem liegt darin, dass man diese Berufstätigkeit auf jeden Fall immer ausreichend dokumentieren sollte. Sowohl qualitativ als auch quantitativ. Qualitativ heißt, man sollte möglichst genau wissen, was ist eigentlich gemacht worden oder welche Leistungen wurden durch den Arzt oder den Zahnarzt erbracht. Und dann natürlich auch quantitativ, das heißt, man müsste oder sollte die Mengen angeben. Das heißt, beim Zahnarzt, er hat so und so viel Wurzelfüllung gemacht oder er hat so und so viel Brücken, Schienen oder ähnliche Sachen gemacht. Alles das sollte in einem qualitativen Zeugnis enthalten sein. Es bringt leider überhaupt nichts, wenn man einen anderen Status hat, wenn man hospitiert oder wenn man als Praktikant tätig ist. Das bringt nicht wirklich was, weil es ist keine zahnärztliche Tätigkeit. Eine zahnärztliche Tätigkeit kann es nur sein, wenn man mit einer Berufserlaubnis nach § 13 tätig werden kann. Also ich rate von diesen freiwilligen Hospitanzen, die zudem oft sehr schlecht, wenn überhaupt, bezahlt werden, kann ich nur abraten, weil es hilft einem überhaupt nicht weiter. Einzig und allein sind es die aussagefähigen Zeugnisse, die einen dann helfen, die einen unterstützen. Was natürlich auch sehr gut und zum lebenslangen Lernen zählt, sind Fortbildungskurse oder Wochenendveranstaltungen, wie sie von den Zahnarztkammern in der ganzen Bundesrepublik angeboten werden. Sie müssten einfach mal Ihre Unterlagen überprüfen,
wenn Sie die schon eingereicht haben oder wenn Sie die einreichen wollen, ob Sie genügend lebenslanges Lernen dokumentieren können. Das ist also ganz wesentlich und ist auch ganz wichtig. Ich kenne Zahnärzte, die sammeln jedes Wochenende irgendetwas. Und wir haben es in dem Lüneburger Urteil gesehen. Ich war selber vor Ort beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg, als eine russische Zahnärztin dann die Approbation bekommen hat. Wir beziehen uns hier immer wieder auf dieses Urteil. Und sie hat es wunderbar gemacht. Sie hat also das lebenslange Lernen durchgehend dokumentiert, hat eigentlich jede Art von Fortbildung mitgenommen, die sie bekommen konnte. Und das hat letztendlich auch das Gericht überzeugt. Also der Tipp von mir, nehmen Sie mit, was Sie kriegen können. Noch etwas Generelles. Ich habe heute wieder ein längeres Gespräch mit einem Zahnarzt gehabt. Da ging es darum, dass er euphorisch alles gesammelt hat und die Unterlagen jetzt der Bezirksregierung bringen wollte. Ich habe ihn dann mal in Ruhe erklärt, dass es ganz so einfach eigentlich nicht ist und nicht so einfach funktioniert, weil die Bezirksregierung als Verwaltungsbehörde müsste eigentlich darauf hinweisen, was alles gebraucht wird oder Ähnliches. Nur das macht man manchmal nicht im ausreichenden Maße, zumindest bei einigen Behörden. Andere sind sehr freundlich und helfen und alles geht wunderbar. Aber sie reichen die Unterlagen ein und dann passiert Folgendes. Die Sachbearbeiterin geht die ganzen Sachen durch, nach Schema F, sprich Hakt ab und gibt das dann in den meisten Fällen an einen Gutachter. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, der Gutachter bekommt diese Sachen und die Gutachter sind nun mal in einigen Bundesländern nicht sehr positiv eingestellt. Das heißt, dort ist der Regelfall dann leider ein negatives Gutachten in der Zahnmedizin. Die Gutachter beziehen sich oft auf alte Gesetze. Die Änderung des Zahnheilkundegesetzes wirkt in vielen Fällen nicht berücksichtigt. Sie werden sicherlich inzwischen wissen, es kommt nicht mehr unbedingt auf die Stunden an, die nur noch Indizwirkung haben, sondern es kommt auf die thematischen Inhalte an. Die nachzuweisen ist natürlich auch ein anderes Problem. Aber die Unterlagen liegen jetzt der Bezirksregierung vor, die gehen an den Gutachter. Der Gutachter erstellt ein negatives Gutachten und dann haben Sie in Nordrhein-Westfalen bereits ein Problem. Jetzt, ja, hier klingelt mittlerweile auch mal das Telefon, das ist das Schöne an diesem iPhone. Also, Sie bekommen einen Bescheid und dieser Bescheid ist mit Fristablauf von 4 Wochen in NRW zum Beispiel, 14 Tage oder 4 Wochen, nein, ich meine 4 Wochen, dann wird dieser bestandskräftig. Das heißt, da steht dann drin, Ihre Ausbildung ist nicht gleichwertig und Sie dürfen in die Kenntnisprüfung marschieren, was wir natürlich alle nicht wollen, weil es leider immer noch eine sehr hohe Durchfallquote gibt. In einigen Bundesländern ist es ganz extrem. Letzte Woche in Münster haben 8 Zahnärzte nicht geschafft. Ich kenne 3 dieser Ärzte und die sind richtig gut. Also es liegt nicht immer an der Qualität der Ärzte, sondern es erscheint oft so, dass man die Zahnärzte aus Drittländern nicht unbedingt haben möchte. Das nennt sich dann, das ist eine politische Entscheidung. So, ich kann also generell allen Zahnärzten nur empfehlen, die Unterlagen vorher gut durchzusehen und gegebenenfalls zu ergänzen. Wir haben in Köln 2 Gerichtsverfahren vor dem Verwaltungsgericht gehabt und der Vorsitzende Richter Fleischfresser, ja, er heißt tatsächlich so, der akzeptiert es nicht, wenn Zeugnisse nachgereicht werden,
die oft auch schon mal etwas ergänzt werden. Das heißt, wenn man weiß, es fehlt KFO oder es fehlt Prothetik und das war bisher in den Zeugnissen nicht vorhanden, dann kann man ja beim Arbeitgeber oder je nachdem, wo man war, nachfragen, ob nicht KFO oder Prothetik noch was vorliegt. Dann werden diese Sachen ergänzt und dann haben wir leider ein Problem, weil ergänzte Unterlagen führen bei den Verwaltungsgerichten regelmäßig dazu, dass man diese Sachen als negativ ansieht. Man spricht da nicht von Fälschung oder auch Fake, aber man lässt schon deutlich erkennen, dass nachgereichte Unterlagen nicht den Stellenwert haben wie Unterlagen, die man bei der Antragstellung präsentiert hat. Deshalb immer, bevor Sie die Unterlagen einreichen, zusammen mit Ihren Zeugnissen, rufen Sie mich an. Sie finden meine Hotline im Internet. Ich berate Sie gerne. Das ist völlig kostenlos, wenn ich Ihnen da helfen kann. Solange ich nicht als Sachverständiger für Sie tätig werde und die entsprechenden Ausarbeitungen fertige, entstehen für Sie auch keine Kosten. So, jetzt haben wir, glaube ich, eine ganze Menge an Themen schon behandelt und ich würde sagen, für heute soll es das gewesen sein. Wir werden das sicherlich nachholen und dann haben wir auch die Möglichkeit, dass wir Ihre Fragen direkt hier einbauen und dazu Stellung nehmen. Im Augenblick schafft das nicht, weil ich habe zurzeit ein Internet, das liegt im 6er-Bereich. Ich kriege demnächst eins im 100er. Ich habe also über 15-fache Leistung und dann können wir diese Sachen sicherlich besser machen. Auf jeden Fall würde ich sagen, erstmal schönen Dank fürs Zuschauen. Danke sehr. Ich kriege hier sehr nette Smileys präsentiert. Freue mich darüber. Ich war vorhin ein bisschen aufgeregt, aber jetzt können wir das eigentlich ganz locker noch eine Stunde weitermachen. Nur ich möchte, dass Sie eine durchgehende Übertragung in guter Qualität haben mit Ihren Fragen drin. Und das werden wir beim nächsten Mal haben. Also, schönen Abend. War nett, dass Sie dabei waren. Alles Gute und viel Erfolg auf dem Weg zur Approbation.